Hallo und herzlich willkommen, ich bin Alpenex und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic. Ja, und wir machen weiter mit unserem Jedi-Gelehrten, der nirgendwo hier reinkommt. Also gehen wir erstmal hier rein. Ich hasse das, wenn man hier immer nur rumgeschubst wird, ey. So. Hier rein. Dein Ernst? Du bist jetzt schon fast tot. Ich habe noch gar nicht losgelegt. Lächerlich. Jetzt sollte es besser werden. Haben wir alles. Diese Geschütze sind nicht für Feinarbeit gebaut. Koff. Ihr zielt viel besser. Ich habe geübt. Es hat nur nicht viel gebracht. Geht den schon von hier unten? Nee. Von hier oben, meine ich. Schade. Uiuiuiuiui, Tiffy. Ach, Lex wird doch am Arsch, ey. Boah. Ei, ei, ei. Allzu viel hat er nicht mehr. Jetzt sollte es besser werden. Komm. Da war er. Puh. Test, Test. 1, 2, 3. Commander? Was gibt's? Die Schilde sind offline. Ich habe ein paar Teile mitgehen lassen. Die sollten ein kleines Vermögen wert sein. Ich habe die Kanonen ausgeschaltet. Die brauchen hier echt bessere Sicherheitsmaßnahmen. Gute Arbeit. Jetzt müssen Arkans Sprungtruppen abgelenkt werden. Und keine Plündereien. Meinetwegen. Wie langweilig.
Ich brauche noch so ein. Noch so ein Raketenwerfer. Kriege ich hier keinen mehr? Och Mann. Was für Spaß beim. Komm doch mit rein hier. Blondine, ne? Stehen einfach blöd vor einer Tür. Ich kümmere mich um euch. Ja, also kriegst du es noch nicht mal gerade die Tür auf. Oh. Da seid ihr. Oh, das war der gefährliche Raum letztes Mal, wo ich hängen geblieben bin. Da ist mein Raketenwerfer. Hier ist Nachschub. Und hier ist mein Schild noch. Sehr gut. Wo müssen wir denn lang? Oh, rechts rum. Okay, dann gehen wir hier rum. Blöden Kackviecher. Wie hat er das denn jetzt überlebt? Ihr beide wart jetzt hardcore. Zwei dicke Explosionen überlebt. Respekt. Jetzt sollte es besser werden. Kann ich noch mehr Granaten mitnehmen als nur vier? Oh, jetzt sind sechs. Cool. Dann gehen wir hier rein. Schon wieder so ein Otto, ey. Hält ein bisschen mehr aus. Die Brücke sollte nicht mehr weit weg sein. Autsch! Ich dachte, Spione werden geschickt. Diese Kanone ist nicht für zwei Leute ausgelegt. Rutscht einfach rüber! Tja, das ist nicht gut. Was jetzt? Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Was wollt ihr zuerst hören?
Theron, wir haben keine Zeit. Ich bin Optimist, also zuerst die guten Neuigkeiten. Arkans Flotte schießt nicht mehr auf uns. Und die schlechte? Sie schießen gleich auf euch. Oh, und die Omnikanone funktioniert nicht mehr. Dafür kann ich aber nichts. Das hatte Scorpio von Anfang an geplant. Euch und Arkan gleichzeitig an einen Ort zu bringen, um euch beide zu töten. Wir wussten, dass sie uns nicht aus reiner Herzensgüte gewarnt hat. Das würde auch voraussetzen, dass Scorpio ein Herz hat. Das spielt jetzt keine Rolle. Unser Plan bleibt derselbe. Arkan besiegen und das Flaggschiff zerstören. Wir müssen uns nur etwas mehr beeilen. Okay, da okay. Noch mehr beeilen? Boah. Noch mehr Granaten. Mehr als 6 geht nicht. Okay. Habe ich jetzt auch verstanden. Alles klar. Jo, das ist der richtige Weg. Ah ja, da, ich erkenne es auch schon. Von Senja. Sie hat uns gesagt, wir sollen warten. Ich weiß, aber wir warten schon zu lange. Das macht mir Sorgen. Ich finde das mit den Sprengtonnen ist das mega entspannt, ey. Aber gut. Einen hohen Schwierigkeitsgrad hat jetzt hier nicht wirklich irgendetwas. Ich kümmere mich um euch. Ich kümmere mich um euch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ihr müsst gehen. Jetzt. Ich kümmere mich um die Ritter. Es sind zu viele. Sie werden euch überwältigen. Beleidigt meine Fähigkeiten nicht. Es ist eure Bestimmung, Arkan zu besiegen. Meine ist es, euch zu ihm zu bringen. In Ordnung. Dann erfüllt eure Bestimmung. Wir haben uns beide Valkorions Tod gewünscht. Wir hätten uns verbünden können. Dafür ist es zu spät. Er ist jetzt ein Teil von euch. Lasst ihn sprechen. Ich habe zu viel geopfert, als dass man mir mit Schweigen begegnet. Mehr als Schweigen werdet ihr nicht bekommen. Valkorion ist fort. Meine
Geduld ist bald am Ende, Vater. Antworte mir! Valkorion hat euch stärker geprägt, als ich dachte. Offensichtlich ist er immer noch an euch gebunden. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Vater! Oh, falsche Fertigkeit. Die Bubble. Alter, so war das nicht geplant. Ich habe die Macht gemeistert. Ich stehe jenseits der hellen und dunklen Seite. Hat Valkorion euch das erzählt? Dann hat er euch angelogen. Ach Mann, ey. Scheiß Fliege hier, ey. Ach, die Scheiße hier. Mann, ey. So, jetzt. Warum schießen das Teil jetzt nicht?
Irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das, glaube ich, vorgestellt habe. Ich habe irgendwo einen Denkfehler drin. Wie habe ich das denn letztes Mal gemacht? Warum schießen die Dinger denn nicht? Jetzt nur noch das eine da. Schieß. Boah, ich sind hier schon wieder neu. Alter Schwede. Alles klar. Babbeln. Und attackieren. Leck mich fett, was ist denn hier los, ey? Warum schießt das denn jetzt nicht? Ich häng fest. Sehr geil.
Boah, endlich. Boah, ich hab gedacht, ich komme gar nicht mehr nah genug an ihn ran. Da war er. Es ist vorbei, Arkan. Gebt auf. Ich wähle mein Schicksal selbst. Commander, die Omnikanone ist wieder online. Gut. Ich bin hier fertig. Arkan ist erledigt. Ich habe nie an euch gezweifelt. Gerd und Wett hatten etwas Ärger, aber wir sind klargekommen. Wir sind bei der Fähre. Ich kann Senja nicht erreichen. Das Schiff bricht in Stücke. Ihr müsst einen anderen Weg zurück zur Gravestone finden. Ich habe gerade den Imperator von Sakul besiegt. Sterben ist jetzt keine Option. Nicht weit von der Brücke ist ein Geschwader Patrouillenschiffe. Ich nehme die Flotte ins Visier und verschaffe euch so viel Zeit wie möglich. Ich wollte gerade sagen, warum läuft der nur jetzt? Okay, okay. Ach ja. Das stimmt ja. Hier wird nichts repariert.
Ich wollte dich retten. Zu spät. Du bist wie immer zu spät. Waylon, bitte. Komm mit mir. Was mit Texan passiert ist und mit Arkan. Ich hätte bleiben sollen. Du warst schwach und hast uns verlassen. Du hast mich verlassen. Jetzt bin ich hier. Ich werde nie das sein, was du willst. Warum? Warum? Waylon, es gibt Hoffnung für dich, für euch beide. Kommt mit mir. Okay, okay. Schnell mal runter hier. Tür auf. Alles gesichert. Theron bereitet die Omnikanone vor. Lana, wie ist der Status? Wir sind auf dem Weg zur Gravestone. Wir haben auf Senja gewartet, solange wir konnten. Ich bin am Leben, aber ich werde nicht zu euch stoßen. Was meint ihr damit? Wo seid ihr? Ich bin an Bord von Arkans Fähre. Er ist hier, bei mir. Dann ist die Mission noch nicht vorbei. Bringt Arkan auf die Gravestone, damit ich es beenden kann. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Es ist Zeit für Versöhnung. Er hat mein Leben gerettet. Er kann seine Schuld sühnen. Lasst mich Arkan helfen, der Mann zu werden, der er hätte sein sollen. Das werde ich nicht zulassen. Ich nehme ihn mit mir. Sie ist in eurem Feuerbereich, Commander. Schießt sie ab! Ihr würdet sie beide töten. Senja, was tut ihr da? Meinen Sohn retten. Ich werde kein unbewaffnetes Schiff angreifen. Arkan ist keine Bedrohung mehr. Ich vertraue euch, Senja. Danke, Commander. Eure Gnade wird nicht vergessen werden. Nein, nein! Wir haben sie entkommen lassen! Vergesst sie! Scorpio will uns immer noch tot sehen! Konzentriert euch auf die Flotte!
Omnikanone ist feuerbereit und erwartet euren Befehl. Feuer! Das war ganz schön knapp, Theron. Eure Fähren fliegen beide noch und ich sehe nicht einen Feind, der auf euch schießt. Vielleicht wäre es Zeit für ein Dankeschön. Aber Arkan und Senja sind entkommen. Sie sind immer noch am Leben. Bin ich der Einzige, der sieht, wie furchtbar das ist? Wie wäre es, wenn wir uns die Streitereien für Odessen aufsparen? Es war ein ziemlich anstrengender Tag. Okidoki. Ach komm, dann gehen wir jetzt noch zur Kommandozentrale. Ist eh schon eine lange Folge, dann machen wir sie noch ein Stückchen länger. Mein Glückwunsch, Kommandant. Anscheinend habt ihr mal wieder das Unmögliche vollbracht. Wir waren auf das Schlimmste vorbereitet, aber es war nicht notwendig. Ah, habt ihr ein nettes Feuerwerk veranstaltet. Ich bin fast traurig, dass ich nicht dabei sein konnte. Koff braucht einfach Zeit. Ich dulde in meinen Reihen keine Uneinigkeit. Koff kämpft schon ein halbes Jahrzehnt gegen Arkan. Wie wir alle. Aber Arkan war nicht der Einzige in dieser Fähre. Stimmt. Senja zu töten wäre bedauerlich gewesen. Aber wir haben dringendere Probleme. Scorpio hat sich als noch gerissener herausgestellt, als ich erwartet hatte. Sie arbeitet allein. Wir sind ein Team. Zusammen kann die Allianz sie bezwingen. Mit eurer Führung halte ich das durchaus für möglich. Euer Sieg hat der Galaxis wieder Hoffnung gegeben. Die Schlacht von Odessen ist ein Beispiel für alle geworden, die sich gegen das ewige Imperium stellen. Die Nachricht verbreitet sich schnell. Seit der Schlacht strömen unzählige republikanische und imperiale Einheiten herbei, um sich unserer Sache anzuschließen. Wenn Scorpio oder sonst jemand versuchen sollte, Odessen nochmal anzugreifen, werden wir bereit sein. Ihr seid bereit. Es ist vollbracht, Milady. Die gesamte ewige Flotte untersteht deinem Kommando. Sehr gut.
Mutter, ich bin frei. Ich wähle die Sterne. Richterin Valen, sind Sie hier, um den ewigen Thron zurückzugewinnen? Dieser unbequeme Sitz interessiert mich kein bisschen. Doch ich verdiene seine Macht mehr als mein Bruder. Also sind Sie nicht in seinem Namen hier? Nein, ich bin in meinem eigenen Namen hier. Auch ich war gezwungen, minderwertigen Wesen zu gehorchen, die meine Macht und mein Potenzial einschränkten. Ist es nicht geradezu erstickend? Ja. Ich habe den Thron nicht übernommen, um über das ewige Imperium zu herrschen, sondern um den Gemini-Droiden, meinen Kindern, freien Willen zu schenken. Du willst sie nicht kontrollieren? Die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, macht sie stärker. Finden Sie nicht auch? Ja. Wirst du mit deinen Kindern bleiben? Natürlich. Es gibt viel, das ich ihnen beibringen kann. Wir beginnen am besten damit, wie man unsere Feinde besiegt. Kaiserin Valen, das ewige Imperium hat Voss eingenommen. Unsere Truppen erwarten euren Befehl. Wundervoll. Fangt mit der Jagd an und brennt den Planeten hinter euch nieder. Wenn Voss fällt, wird die ganze Galaxis darum betteln, mir zu dienen. Niemand wird sich gegen sie stellen, Kaiserin. Aber die Voss sind eine sture und xenophobe Spezies. Rohe Gewalt könnte unsere Suche beeinträchtigen. Du hast recht, Scorpio. Wo sind nur meine Manieren? Ich gönne ihnen 5 Sekunden Vorsprung. Dann könnt ihr den Planeten in Asche verwandeln. Keine Sorge, wir schaffen das. Wenn ich genauer darüber nachdenke, rennt! Commander, Valen hat ihren Angriff eher gestartet als gedacht. Wir brauchen euch! Jetzt! Ich höre euch, Theron. Haltet die Stellung und verteidigt die Stadt. Die Allianz ist unterwegs. An alle Schiffe, auf die ewige Flotte feuern! Lenkt ihre Aufmerksamkeit von der Oberfläche ab. Thank you.
Also dann, Lana. Gebt mir den Statusbericht. 3 Minuten bis zur Landung, Commander. Die Bodentruppen stehen bereit, um euch in den Kampf zu folgen. Wir landen in der Stadt und führen die Befreiung von Voss an. Aber Valen wird es uns nicht leicht machen. Sie wirft dem Planeten die ganze Stärke des ewigen Imperiums entgegen. Sie will unbedingt zeigen, wie stark sie ist. Die Kaiserin muss in große Fußstapfen treten. Und wie bei ihrem Bruder und Vater wird auch Valens Selbstüberschätzung ihr Untergang sein. Wir werden ihr schon ihre Grenzen zeigen. Taurian, wie ist euer Status? Die Mandalorianer sind bereit, dem Allianzkommandanten in den Kampf zu folgen. Ich kenne keine besseren Krieger, die ich an unserer Seite haben möchte. Dann wartet mal, bis ihr sie erst in Aktion seht. Das könnte holprig werden. Festhalten! Wenn ihr die Truppen anheizen wollt, dann jetzt oder nie! Ihr seid der Allianz beigetreten, um für die Freiheit zu kämpfen. Um die Galaxis vor Unterdrückung zu beschützen. Heute werden wir dem Feind unsere gemeinsame Stärke demonstrieren. Kaiserin Valen versucht, Voss zu erobern. Es ist unsere Pflicht, den Planeten zu verteidigen und die grausame Armee des ewigen Imperiums in die Flucht zu schlagen. Für die Allianz! Okidoki. Tief durchatmen. Ich würde sagen, das war's aber erstmal für heute. Eine mega lange Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.